Da treffen wir jetzt bestimmt auf die anderen. Oder auch nicht. Ah, können wir jetzt hier eigentlich rein? Die Tür, die immer da und immer zu ist? Die Tür ist festgeschlossen. Ey, warum ist diese Tür überhaupt da? Das verstehe ich nicht. Müsste ich speichern? Nee, ich muss Sequenz angucken. I smell something. It's coming from this mulberry tree. This hole was created by a metal spike. The five elements are in conflict. Metal subdues the tree's energy. Who would disrupt this balance? Where could the spike have gone? Alles klar, wir brauchen also einen Nagel. Domans Buch, Band 2, das haben wir bestimmt schon 100-mal gelesen. Die Maulbeerbäume beherbergen einen mächtigen Zauber. Sie sind Lebewesen mit eigenem Willen. Sie leben viel länger als Menschen und sind auch viel intelligenter. Wenn ich meine Mission beendet habe und die Zeit reif ist, muss ich diese Zwillinge noch einmal unterwerfen. Es gibt viele Möglichkeiten, sie zu unterwerfen. Welche ist die beste? Feuer löscht sie sofort aus, aber wenn sie tot sind, kann ich sie nicht mehr benutzen. Ich denke, ich werde sie unterdrücken, aber am Leben lassen. Ich werde den Seil oder den dämonabwehrenden Spieß benutzen, um sie einzusperren. Aber wenn man ihre magischen Kräfte bedenkt, wird ein Spieß nicht genügen. Ich muss mir merken, dass die Zwillinge eine untergeordnete Rolle spielen. Sie sind nur ein Mittel zur Zauberei. Auf diesem Gebiet hat nur diese Frau die Macht, mir zu widerstehen. Ich jetzt oder was? Also, sei Mai oder wie? Gut, auf jeden Fall brauchen wir einen abgefallenen Nagel oder abgebrochenen Nagel. Und ich weiß nicht, wo es den gibt. Der Kopf des... Ja, wie immer. Der Kopf ist runtergefallen. Da hätten sie sich auch was anderes einfallen lassen können. Ständig da die gleichen Notizen, die gleichen Sequenzen. Das ist nicht so schön. Bin ich hier überhaupt richtig jetzt? Ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin auf der Suche nach einem Nagel. Das Wasser schimmert und fängt das Licht ein. Oh, wie romantisch. Also ist die jetzt eigentlich eine Böse, wenn man das so sagen kann? Was hat sie überhaupt mit dem ganzen Kuon-Quatsch zu tun? Also mit dem Doman ist ja klar, der wollte die Korea irgendwie retten. Aber was hat sie denn damit zu schaffen? Ah, kompliziert. Fällt hier wieder eine Leiche runter? Oh nein, die ist schon unten. Warum vibriert es hier so? Der Luftzug kommt aus dem Schrein, könnte eine Öffnung... Ah, nee, ich muss jetzt nicht... Metallspieß 2. Okay, also ich muss jetzt tatsächlich diese ganzen Metallspieße wieder einsammeln. Oh, nö. Das finde ich gerade nicht gut. Oder kann sie da so... An der Tür ist ein Gerät, aber es funktioniert nicht. Nee. Nee, gut, also wenn das... Hallo... Hallo, geht's noch? Wenn das Gerät hier nicht funktioniert, dann brauche ich die beiden Nägel wirklich nur für den Maulbeerbaum. Und ich hoffe, zwei reichen, weil Zwillinge, zwei Maulbeerbäume. Ich gehe aber trotzdem nochmal hier hin. Also das wäre natürlich super, wenn zwei wirklich reichen. Hier ist nix, versiegelt. Gut, dann gehen wir doch wieder zurück. Echt, wenn ich jetzt nochmal so überlege, was alles kam in der Phase. Endgegner, Endsequenz, ich kann mich an nichts erinnern. Merkwürdig. Und es vibriert, ich werde hier mal eben meditieren. Ja, mach schneller, komm. Wir wollen das jetzt hier zack, zack durchspielen. Wehe, das reicht jetzt nicht und wir brauchen noch irgendwas. Weil
Eigentlich waren es immer drei Spieße. Wenn wir jetzt nur zwei bräuchten, dann wäre das merkwürdig. Aber das würde ja auch irgendwie zum Spiel passen. Total merkwürdiger Kram, den kein Mensch versteht. To the golden sword of the heavens, I pledge my mortal protection. Demons above and below, beware, or taste the wrath of God and be torn asunder. Wo sind die Untertitel? Huh? So, you're one of Domin's disciples. Where is he? The Master? That man used us as sacrifices to perfect his magic. Just what I would have expected. Utsuki fell victim to evil magic. She is somewhere in the cave. Please help her. All right. I understand. I will do my best. I don't think two spikes will be enough. Also ist sie doch eine von den Guten, wenn sie jetzt Utsuki helfen soll oder helfen wird. Aber so ganz kapiere ich es trotzdem nicht. Also ich meine, was sie da jetzt mit zu tun hat. Kinderzimmer, Kinderzimmer. Ach, da sind wir, okay. Boah, haben die schon immer gebrannt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Der Hund. Oder Wolf. Und Utsuki. Back off. That was a good card. Someone gave this to me. I've been saving it for a long time. It's my last card. Oh, you must be Utsuki. I understand you were possessed by Domin's renegade sorcery. The singing isn't so loud now. I feel calmer. And in accordance with my father's wishes, I'm no longer of this world. I seek living humans. I'm so thirsty. Just the sight of flesh and blood drives me mad. So I burned the corpses. I do know. The mulberry tree needs to be sealed. If fortune is on our side, we won't be too late. But we must have more spikes in order to accomplish this. I know. I will die here. That is your choice to make, but what about your father? He used his own daughter as a sacrifice? If he did this,
He could do worse. Your father must be killed. Okay. I don't have much longer to live. Strangely enough, though, I feel calm and at peace. Ach, wir retten dich schon, Utsuki. Mach mal jetzt kein Drama. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Tür ist mit dem Siegel Uranus. Ja, klasse. Nur, wie kriegen wir das hin? Das ist die Frage. Ja, hier ist ja sowieso nie was in dem Raum. Am Boden der Truhe. Ach, da. Da. Domans Buch, Band 4. Diese Zwillinge, wo sind die beiden Maulbeerbäume hergekommen? Es gibt ein Gerücht, dass die Vorfahren des Hata-Clans sie irgendwo gefunden und hierher gebracht haben. Ich habe noch nie solche Maulbeerbäume gesehen. Oder vielleicht sind die Samen von China, Korea oder einem anderen fremden Land hierher getrieben worden. Es gab einmal einen Mann namens Zhu Fu, der aus China kam, um ewige Jugend und Unsterblichkeit zu suchen. Jede Zeit hat ihre Narren und jedes Gebiet. Ewige Jugend und Unsterblichkeit sind nur Illusionen. Wir genießen das Leben, weil wir wissen, dass wir sterben werden. Was ist schöner, als mit einem sterblichen Gegner zu kämpfen und zu gewinnen? Doman, sei mal nicht so frech. Du wirst sterben. Das sage ich dir. Sind wir hier überhaupt richtig? Traumraum. Ach, ach, hier wieder. Oh, jetzt ist das mal auf. Das ist ja super. Unterwelt Südwesten. Und jetzt? Was ist hier? Nichts? Okay. Oh, ich habe hier gerade so ein bisschen Angst. Ich gehe einfach mal rein.